Dieser Seat Ateca ist eine echte Erfolgsgeschichte und dieses Auto war übrigens auch der erste SUV der Spanier und mittlerweile avancierte dieses Auto auch zu einem der besten in seiner Klasse. Die neueste Ausgabe, also dieses Facelift, unterscheidet sich nicht so gewaltig von seinem Vorgänger, muss er auch nicht, aber ist immerhin ein Feinschliff und das schauen wir uns jetzt mal an. Die ersten SUV-Fußstapfen hinterließ Seat mit diesem Ateca 2016. Eine richtige Entscheidung, wie die vergangenen 4 Jahre gezeigt haben. Neue Rückleuchten mit laufenden Blinkern sind heute ein Muss. Auch dieser Ateca besitzt sie, genauso wie einen verbesserten Antrieb. Das alles stammt natürlich aus dem VW-Baukasten. Also wenn ich mich hier so umschaue, dann muss ich sagen, die Renovierung des Innenraums ist echt gelungen beim neuen Ateca. Es gibt hier ein sportliches Lenkrad, das sieht schick aus und ist auch sehr griffig. Dann gibt es hier für die Optik auch ein virtuelles Cockpit. Tacho und Drehzahlmesser sind virtuell dargestellt, aber das kennen wir ja aus dem VW-Konzern. Und hier gibt es auch ein Display, das ist entweder 8,25, 9,2 oder 10,25 Zoll groß. Man kann das per Sprachsteuerung bedienen oder auch per Touch. Und beim Sprechen gibt es auch die Möglichkeit zu sagen Hola, Hola, also das spanische Hallo, Hallo. Da gibt es auch eine Antwort. Neu ist auch hier das Armaturenbrett, es gibt andere Materialien, das sieht wirklich edel aus, es gibt auch andere Farben. Und das gleiche gilt auch hier für diese Sitze, die sind sehr gut geformt und so wie die ausschauen, bieten sie auch sehr viel Seitenhalt beim schnellen Kurvenfahren. Hilfreich dabei sind verschiedene Fahrmodi. So ausgerüstet ist er gewappnet für den Klassenkampf und befriedigt viele Sportlerherzen, genauso wie familienbewusste Autofahrer. Er ist in seiner Klasse ein echter Hingucker, Langeweile kommt beim Betrachten nicht auf. Die Front hat man natürlich ein wenig überarbeitet, so zeigt das Auto neue Scheinwerfer und ganz wichtig natürlich, es gibt einen neuen Grill. Der hat jetzt auch ein paar zusätzliche Ecken bekommen, auch diese Waben hier sehen richtig schick aus. Das Ganze erinnert so ein bisschen an den Tarraco oder auch an den Seat Leon, aber damit zeigt er nur seine Familienzugehörigkeit zur Marke Seat. Auf den ersten Blick besitzt das Facelift eher kleine Veränderungen. Aber wir haben hier wirklich, sagen wir mal, eine umfassende Veränderung vorgenommen, weil, wie gesagt, in allen Bereichen des Fahrzeugs, beim Antrieb, bei der Optik, bei den Assistenzsystemen und natürlich auch im Innenraum. Und deswegen ist es vielleicht kleine, aber in Summe der Dinge doch signifikante Verbesserungen. An Bord sind für die Sicherheit die neuesten Fahrerassistenzsysteme, doch bietet Seat für den Ateca derzeit keinen Plug-in-Hybriden an. Bei den Motoren gibt es eine kleine Evolution und so fällt der 1,6 Liter Dieselmotor mittlerweile raus. Dafür steht dieser hier an, 4 Zylinder und 2 Liter Hubraum mit einer Leistung von 115 oder auch 150 PS. Die Dieselmotoren haben alle einen SCR-Cut und erreichen auch die 6-AP-Norm. Und es gibt das sogenannte Twin-Dosing-System, das sorgt dafür, dass man sehr wenig Stickoxide ausstößt. Bei den Benzinern, also den TSI-Motoren, fängt es mit einem 3-Zylinder-Motor an. Der hat 1 Liter Hubraum, leistet 115 PS. Ein 150 PS Benziner gibt es auch. Und die stärkste Version hat dann auch wieder 2 Liter Hubraum und leistet 190 PS. Für die stärksten Motorvarianten gibt es dann auch ein DSG-Getriebe und auch einen Allradantrieb. Die Benziner besitzen einen Partikelfilter und für Frischluftfanatiker gibt es auch ein großes Schiebedach. Aber was macht die Elektrifizierung? Also wir sind ja dieses Jahr gestartet mit dem Seat Mii Electric und hatten wirklich einen phänomenalen Erfolg damit im Markt. Und das auch zeigt, dass für erschwingliche Elektromobilität offensichtlich große Nachfrage da ist. Und dann geht die Reise natürlich unmittelbar weiter, weil wir haben ja den neuen Seat Leon und das Seat Leon Sports Tour vorgestellt. Da werden wir in Kürze dann in den Markt bringen, dann die Plug-in-Varianten. Plug-in-Variante, also vom Seat Leon und vom Seat Leon Sports Tourer. Und die Reise geht aber unmittelbar weiter, weil 2020 ist wirklich ein sehr, sehr geschäftiges Jahr bei uns, weil wir eine Neuvorstellung jagt die andere. Da folgt unmittelbar drauf dann schon der Seat Tarraco Plug-in-Hybrid. Und damit nicht genug, sondern wir werden dann auch die Cupra Leon und Cupra Leon Sports Tourer als Plug-in-Hybrid präsentieren, sodass wir das, die auch dann Ende des Jahres im Markt haben. Also wie gesagt, geht Schlag auf Schlag und in Sachen Elektromobilität bei Seat auch.
Zum Schluss meine Meinung zu diesem neuen Artica. Auch der Vorgänger hat mir schon richtig gut gefallen, aber diese Ausgabe ist noch mal ein bisschen feiner. Sie sieht ein bisschen anders aus. Ganz wichtig ist natürlich die neue Technik hier unter der Motorhaube und die Digitalisierung des Autos im Innenraum. Das alles ist richtig gut. Das Auto soll kommen auf den Markt in Mitte 2020. Einen genauen Preis gibt es noch nicht, aber von mir zumindest mal einen Daumen hoch. Tschüss. Was soll man sagen? Die Spanier geben richtig Gas.